Kapitel 4. It would be easier just to move in and live here. I doubt I'll get reimbursed for the cab. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Autopsie-Simulator. Huh? Damn. It's already late in the evening. Ich höre Musik, ja, aber... Any news for me? About my car? You know, the flat tires? No. No what? Have you checked the cameras? Anything? Handman, I cut my teeth working in prison. I know what to do. But? There were no strangers hanging around. Maybe you ran over something. What? All the tires? Why, possibly. You can congratulate yourself. Christ. You should try sleeping more. You've been kind of out of it lately. That's the first bit of sense you've made all evening. Good. The body is expected to be ready for pickup tonight, along with your lecture. What? What did no one... You still pontificating? Best hurry, don't you think? Also, wir haben mal wieder Zeitdruck, so wie es aussieht. Fuck me. I don't have the strength for this today. Have I taken my pills today? Did I take it, or... I need to focus. Fuck. I don't have much time. Okay, okay. One by one, Jack. Take it easy. Oh, a burning issue indeed. Then I'll move on to the body. Ah, shit. The lecture. I almost forgot. I'm gonna need the camcorder. Aus dem Lagerraum, mit oder ohne Jumpscare. This is making me nervous. Moment, Lagerraum war zweite links, oder? Storage, genau. Kamera, check. Jumpscare. Kein Check. Ich warte ja immer nur darauf, dass irgendein Jumpscare kommt. Ich weiß auch nicht. Willst du dich nochmal bewegen? Auch nicht. Na gut, dann warten wir halt noch, bis ich mal wieder hier einen psychologischen Anfall bekomme oder sowas. Also, wenn die sich bewegen, sind das natürlich Anfälle. Das ist eine sehr ungünstige Position, würde ich mal sagen. Not the best framing. Nee, finde ich auch. Hello, everyone. It's the 20th. Something of November 1991. Jack Hanlon is conducting the autopsy. Oh, yes. You already know the drill. So, the body is on the slab. Let's see what the police uncovered first. Also er ist sehr nervös. Das werden auch die Studenten merken. So, the victim is from yesterday's apartment block fire on Drowner Street. Personal details unknown. The exact cause of the fire has not yet been determined. However, it is known that the fire started in the deceased's apartment, where the most damage was reported. Okay. The body was not found until the next morning. The tenant was naked, charred, and with severe burns. The owner of the apartment asked about the deceased. He was surprised anyone even lived there. The deceased was sitting in an armchair near the TV. Pieces of pornographic material, an ashtray, melted video cassettes, and several bottles of so-called poppers were found in the vicinity. It's difficult to assess whether any escape attempts were made. Firefighters indicated that it was probably the large quantity of poppers found near the deceased and rapid spread of the fire. Well, that's our basic question. Whether the death occurred as a result of fire, or whether he was dead before it. Das war alles, ne? As you can see, the body is in quite an unusual pose. For the purpose of photographic documentation, I'll leave it like that for now. So, wollen wir mal Fotos machen? Moment, Kamera F. Also,
Gesicht nicht. Dass er gefesselt ist, interessiert ihn anscheinend auch nicht wirklich. Achso, mach ein allgemeines Foto. Ach, ich vergesse das auch immer wieder, ein allgemeines Foto zu machen, ne? This position is called the pugilistic attitude. This is due to the influence of high temperature on the muscles. So. Jetzt aber. Genau, das wollte ich nämlich. The fire reaches the skin first, then the soft tissue, until the skeletal muscles are exposed. 7 Stück. Okay. Das nochmal einzeln. Ja, ist ja gut. Lass mich doch daran. Wo willst du denn jetzt mit mir hin? Wieso pochst du immer noch? Ich kann nicht mehr vergrößern. Hallo? Coagulation occurs in exposed muscles due to their fiber shrinking. Okay. Nee, hier oben das wohl auch. The extensors yield to the force of the flexors. The muscles contract and contract until the limbs become flexion deformed. The upper ones are characterized by a triple bend. Similar to a boxer holding his hands in front of him. Just 10 minutes will do it. 10 minutes for the muscles and tendons to contract like a steak on the grill. Das ist jetzt ein sehr toller Vergleich. Da war doch gerade was. In the end, we're all just walking meat. Und das ist eine sehr tolle Übersetzung für das, was wir jetzt da gerade gefunden haben. Nun gut. Befestige die Fotos an der Fototafel. Genau. Da weiß ich zumindest wieder, wo sie ist. Aber diesmal sagt er nichts, ne? The deceased must now be straightened out. And we need to get rid of these bindings. Kann ich das mit einem Skalpell machen oder brauche ich da was Spezielles? Oder kann ich das hier so... He looks to have been tied up in a rather unusual way. The deceased's neck and feet were most likely secured to his hands. And these were probably tied in front and around the crotch level. Which explains why, despite the severe burns, the deceased's limbs are not all that twisted. That's better. It's easier to straighten him now. Without taking out the magnifying glass, we already know that the deceased's skin is heavily charred and cracked. Kein Grund zur Achso, wegen der Stacheln. Okay. So, mit der Lupe. Jetzt doch mit der Lupe. Okay. As for the other details, there are crow's feet visible near the eyes. Upper lip reveals front teeth. One of the incisors is broken. There's soot in the nostrils. Ja, das ist vermutlich normal, wenn man verbrannt ist. The rope around the neck wasn't very tight. I don't see it leaving a mark on the skin. You can clearly see that this is primarily the front of the deceased that was exposed to fire. Hallo? The rope marks around the wrists are deep and clearly visible. The victim sat in the chair the whole time, hence his back being in much better condition than this extremely burned area. Looks as if a large flap of skin had detached from the calf. The rope at the man's ankles was tied much tighter and more precisely than the one around his wrists. All in all, quite a lot can be deduced from this external examination.
Klemmbrett, Klemmbrett, Shift. Ich vergesse immer, welche Tasten ich drücken muss. Ich weiß nicht warum. Nase, ja. Nose appears when inhaling harmful and choking smoke. Das mit den Zähnen hat er noch gesagt. The tissue of the mouth was heavily burned as well. The teeth, however, makes me wonder. Aber hat er was mit Augen gesagt? The eye clenching is a natural reaction of the body to high temperatures. Stimmt. Traces fail to indicate that the deceased suffocated before the fire took hold. Oh, that must have been terrifying. Severe burns, covering approximately 80% of the epidermis. He appears to be loosely tied. However, this is the result of the corpse drying out. The wound shows that the rope had deeply imprinted itself in the tissue. The length of the rope was calculated, and appears that the deceased could make limited movements around the perineum. Nah. The burns reach through the dermis and hypodermis to reach the muscles. The body is covered in numerous areas. Predominance of fourth and third degree burns. The conclusions are quite clear. Mögliche Todesursachen. Perhaps the deceased lost a tooth, attempting to bite through the rope. Ich muss ja eh alles anklicken, so wie ich das verstanden habe. Inhaling all that smoke has done to the respiratory tract. It may seem incidental, but for us it's a sign that the deceased was most certainly conscious. Okay. It looks like the deceased was a fan of choking while masturbating. Deaths due to a predilection for asphyxophilia do occur, but not in this case. Okay. The extent of the thermal stresses on the body could have caused this death. Also thermische Verbrennung, denke ich mal, heißt nichts anderes als, dass er halt verbrannt ist vom Körper her. Wounds on the wrists and ankles indicate that the deceased could have been struggling in panic. The mixture of fear, sexual arousal and drugs could have caused a heart attack. In this case, I don't assume that this was a delayed death. Burns to the genitals and groin are an additional concussive factor. This is due to the high vascularity and innervation of this area. I will assess the extent of possible poisoning and burning in a moment. First, I'll try to establish the victim's identity. Also anfangs fand ich es sehr blöd, dass man die immer trotzdem noch alle anklicken musste, aber auf der anderen Seite erzählt ja auch noch immer zusätzlich was da. Of charring, we are unable to collect the victim's fingerprints. Visual identification is also out of the question. You can probably guess what options we are left with. You guessed it. A dental impression. Ugh. Okay, it's going well. I should be able to get this done in time. Where are these trays? Towels, papers, jars? Nope. It's not anywhere on the counter. Hier ist auf jeden Fall nichts markiert. Und diesmal bin ich auch direkt ins Labor gegangen, so wie sie es gesagt haben, also geschrieben haben. Ah, Moment, hier ist was markiert. I'll warm this up in my hands. Nimmst du das auch mit? Hallo? Hä? Hat der jetzt was dabei? Sah jetzt nicht so aus, als ob der was mitgenommen hat. Okay. Making an impression is quite simple. You put trays with alginate into the mouth and press them together in one firm movement until you feel significant resistance. Once the devices have been placed... apologies. They cannot be adjusted. Okay. Again, we will need a piece of paper, a brush, and ink. We will make a plaster model of the deceased's teeth from the obtained impression. We will then make an impression of the mold on a piece of paper, which will be scanned into the computer. Also hier dieses Ding, wenn ich das richtig sehe, ist das gleiche, was man beim Zahnarzt auch benutzt, wenn man eine Klammer bekommt, wenn die diese Bissabdrücke machen. Nimm die entsprechenden Werkzeuge aus dem Koffer. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, welchen Koffer meinen die? Den hier vorne wahrscheinlich nicht. Oder? Nee, da hinten der Koffer, genau. Ich wollte gerade sagen,
Weil er nämlich auch eben davon gesprochen hat, das so zu machen wie beim letzten Mal mit den Abdrücken, mit dem Fingerabdrücken. Das mussten wir. Nee, das macht er automatisch. Nähere dich dem Tablett mit der. Das war auch da, oder? Ja. Streiche den gesamten Abdruck mit Pigment ein. You see, it seems so simple and yet laborious. On the plus side, we don't have to worry about the gag reflex with the deceased. And no need to remind the subject to breathe either. At least he saved the high cost of orthodontic treatment. Hallo? Es wurden neue Daten entdeckt. Einmal hochladen. Und da haben wir wieder so einen Abdruck. Ah, ich hasse es. I would have expected a match so soon. Well, the deceased is Richard Jacobson, 47 years old. He had a criminal record and was recently in court for... Oh, wow. For not returning a videotape to the rental shop. Jesus. I better check if I've still got that copy of... where were we? Ernsthaft? Angeklagt wegen eines Verbrechens, weil er eine VHS-Kassette nicht zurückgegeben hat. Das stimmt. Ein Jahr Gefängnis. Ach du Scheiße. Vor Gericht gelandet, weil er sich der Zahlung einer Geldstrafe entzogen hat. Ja, okay, das war davor. Das hatte damit nichts zu tun. Ordnungswidrigkeit, Geldstrafe wegen Nichtrückgabe einer VHS-Kassette. Nochmal einer VHS-Kassette. Okay, und Drogenbesitz auch schon mal. Hat er das jetzt gedruckt? Okay, I'll add some details to the clipboard. Ja, würde ich gerne. Kann ich aber, glaube ich, nur, wenn ich hier bin, oder? Ja, anscheinend. Okay, and we can move on to dissecting the body. This time, I'll go straight for the loppers. Warum sind die eigentlich ständig falsch? Ach so, halt. Doch, wähle die Astschere. Wieso die Astschere? Let me start here. Warum schneiden wir den nicht auf? Ah, halt, was muss ich machen? Wieso gibt's hier Quicktime-Events? Okay, warte. Und ja. You can see that using a scalpel would be pointless here. Nee, sehe ich nicht wirklich. Boah, ich muss mich hier voll konzentrieren. Das ist ja wie bei DBD. Kommt man da in Errungenschaft, wenn man 10-mal direkt von Anfang an geguckt hat oder so? Solid Crunch. Ich werde es eh nicht schaffen, davon mal abgesehen, aber... Ja, komm. Almost there. Das war jetzt mal perfekt hier. Now we peel back the skin. Mhm. Das ist der Teil, auf den ich mich immer am meisten freue. In Klammern nicht. Ja, schon wieder die Astschere. Wo haben wir sie denn da? And we can check out what's going on in here. And I see that a lot has happened. In fact, the entire abdominal cavity is flooded. Blood and other fluids have seeped from the blood vessels. Flooding the abdomen and chest areas. We have to get rid of this. I'll go get a cup or a ladle. Eine Kelle. Ist das euer Ernst? Also ich hätte jetzt gedacht, dass man das irgendwie wegsaugt, aber eine Kelle? Es hat irgendwie was von Suppe. Das ist, sieht irgendwie eklig aus. I think I saw one somewhere here. Beziehungsweise klingt eklig. Eine Kelle, wahrscheinlich irgendwo wieder unten drin, oder? Hier. I don't have all night. I'm going to need a vacuum pump. Right. The running around for everything starts again. Why can't things be tidied away properly in this damn mortuary? I'm gonna get Ridley. I wonder what this pump is. Probably in the basement.
Das befürchte ich allerdings auch. Aber wieso kann man das Ding jetzt nicht mitnehmen? Verstehe ich nicht. Achso, nee. Ridley, bist du überhaupt noch da? Mr. Ridley? Mr. Ridley? Natürlich nicht. I'll just go to the basement and check. Suche im Keller nach der Pumpe. Können wir nicht einfach hier durchgehen? Ah, ich hasse euch. Kommt wieder so ein... Ah, da war was und man sieht aber nichts. Effekt. Oder man sieht vielleicht auch was. Ich weiß es nicht. Hier war der Keller, ne? In die Richtung. Ich hoffe. Auf jeden Fall ist es hier offen. Ja, ja, doch. Hier ist der... Ich würde schon sagen, wahrscheinlich geht jetzt das Licht aus. Bist du Mr. Ridley? Hallo, was machst du denn da drin? Alter. War das Mr. Ridley? Ich habe ihn ja noch nie gesehen. Ah, jeez. I don't know what the... Rusty. Scrap. Da sind Fußabdrücke drauf. God! Where is this infernal machine? Ich nehme mal an hier. Wow, that's heavy. Can I fit through the door with this? Das weiß ich nicht. Die Frage ist eher, kommt jetzt irgendeiner und stößt uns hier wieder zurück oder so? I swear I'm going to have an accident here one day. Like Alice, when she twisted her ankle on those stairs. We were supposed to go to the mountains then. It was supposed to be our first trip since... Oh, I don't know how long. I had so much work, and... Alice... Hammond! Because of me, as always, she had to... Hammond, are you talking to yourself or what? Huh? What? No, I just... There is a letter for you. I left it on your desk. Letter? For me? Yes, letter for you. Do I have to repeat myself again? No. Thank you. Where were you? I was looking for you earlier. Hen, I was retrieving your letter. Jesus, Ridley. Could you talk to me like a human being from time to time? I'm just answering the question. Right. Oh, by the way, the basement hatch is wide open. Maybe you could look into it, Maybe. Aber was ich nicht verstehe, so wie das hier aussieht, der ist doch dunkelhäutig, oder? Und der Typ mit der Mütze, hatte der eine Mütze an? Ich bin mir nicht sicher. Der, also der eben im Büro war bei mir, der war doch eindeutig hellhäutig. Das war der doch nicht, oder? Oh, letter. Fuck! Who delivers letters at this time? It's probably been sat in his office for ages. Just didn't want to move his lazy ass. We have the equipment. Now I have to place it somewhere close to the table. Ja. Und wohin? Falsche Seite oder? Also. A considerable collection. Es spukt hier. Das Ding hat sich bewegt. Yeah. I can finally put this thing down. All right. Just what? There's no tube. No one's used this for a long time. I apologize to you all once again. Seit wann haben wir einen Gemeinschaftsraum? Oder ist das dieses, was aussah wie eine Küche? So, welchen Brief meint er jetzt? They definitely pay me too little for this. Er hat hier keinen Brief hingelegt. Was ist denn das? Aha. 3649. Okay. Aber wofür? Ich schreibe mir das jetzt mal eben auf. 3649. Weil wir brauchen doch gar keinen Code. Oder haben wir hier irgendwo vielleicht einen Safe? 3649. 3649. 3749. 3794. Wir haben hier, oder haben wir hier irgendwas gehabt? Nee, das ist alles nur abgeschlossen. Moment, ich muss hier mal eben kurz die Rollladen runter machen. Das ist jetzt blöd, so mitten im Let's Play.
Aber ich sehe hier gerade gar nichts. Aber ist auch nichts, was jetzt irgendwie mit einer Ziffer geschützt wäre. Hatten wir da irgendetwas? Gemeinschaftsraum. Ist das Gemeinschaftsraum oder Küche? Gemeinschaftsraum. Achso, das war Lagerraum. War hier vielleicht irgendwo ein Safe? Nee, ne? Das verwirrt mich jetzt gerade. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir irgendwo was hatten, wo wir eine Kombination für brauchten. These lockers could contain everything we need, or simply filled with people's crap. Ah, screw it. There might be something in here. Yep. I'm sure I wrote the code down on a piece of paper. Ja, wenn ich... Achso. Muss man mit den Lauftasten machen. Dann... 3, 6... 4, 9... Hey, my memory for numbers. Ah, what do we have here? Boxes of disinfectants, syringes, thread. Oh, some small trinkets, accessories. Maybe I should take it to the office. Antiseptics. Any other stuff? Das ist ein Schlauch. Oh, that's interesting. What about here? Das weiß ich nicht genau, was das ist. I wanted to forget. I regret so much every day. Every fucking day. I can't take it anymore. Oh God. Ja, ist ja gut. Komm, mach hinne. Sie ist gestorben, ich versteh's. Dein Ernst, dass wir jetzt rüberlaufen müssen, um einen Telefonanruf anzunehmen, obwohl wir jetzt da einen Schlauch haben, den wir ja eigentlich gebraucht haben. Ah! Office of the Medical Examiner, Beatsville. Oh, Jack, I was hoping to catch you at work. Dorothy. How's it going? Good, good, thanks. And what about you? You sound tired. Tiring day at work, that's it. You scared me last time we spoke. I'm sorry. I didn't want to cause any trouble, and say what I said. Jack, it's all right. You're not causing any trouble. I'm not surprised at all that. No, really. I mean it. Sorry, I just... I'm fed up with myself. You should take care of yourself. Didn't you say you wanted to stay at home longer? To rest? You know I pick up the slack at work. No, I didn't. I can't. I don't want to be there. Well, why not consider taking a trip, Jack? Dorothy, please. I really don't have the energy for this today. No, I just wish... Stop it. Why are you calling? Reminder about annual drug testing. I thought... I figured you probably didn't remember. Oh, yes. I've, had a lot going on. I even forgot my own birthday. Leave your samples at reception on your way home. Someone will pick them up from Ridley in the morning. Probably Steven or someone else at the station. Sure. I'll try not to forget. Okay, well, Jack? Hmm? Try not to do anything stupid, okay? Alcohol, your medication. You know you shouldn't. I have it all under control. I should be getting back to work. The results should be in tomorrow. I'll call you when we know. Right. Thanks. Goodbye, Jack. Bye. Annual drug testing.
I'll take care of it before I go home. I feel terribly weak. There's been a bit too much going on lately. So, so, Alkohol. Vielleicht ist es das ja auch, weshalb er die ganze Zeit so Probleme hat. I was supposed to collect the hose. Ja, den wollte ich ja die ganze Zeit holen, aber wir wurden ja unterbrochen und jetzt liegt er wahrscheinlich nicht mehr da drin oder so. Nee, Moment, hier war es nicht. Da auf der rechten Seite, ne? Links war, glaube ich, genau. Oh, er ist doch noch drin. Ein Glück. Ich dachte schon, der ist jetzt auch noch weg. So, können wir uns jetzt endlich mal an die Arbeit machen. Vor allen Dingen, warum rufen dich eigentlich immer so viele Leute privat an? Hier bin ich. Ich hoffe, das war der letzte lange Break in dieser Session. Muss man von der Seite machen, glaube ich. Na? Na? So. So, let's connect the tube. Hm? Spring einfach mal drüber. Stelle die Pumpe auf maximale Geschwindigkeit an. Aber das ist doch hier drunter. Ich muss den doch noch... Moment. Maximale Geschwindigkeit ist vermutlich das hier, oder? Vakuum? We turn on the machine. With this amount of fluid, there's no point in holding back. Ui, einmal drüber springen. Pumpe das... Achso, ich hab's in der Hand. Okay. Okay, ich muss die Taste gedrückt halten, damit er das absaugt. Still a few nooks and crannies left. Man sieht schon wesentlich mehr, das ist schon mal gut. Ich dachte eigentlich immer, dass das automatisch geht und dass dafür dann der untere Teil... Ich glaube, das ist alles, oder? Nee, ich kann nicht mehr loslassen. External examinations did not reveal any tissue defects that would reach the internal organs. Achso, muss ich doch hier alles wegsaugen? Ja, komm, komm. Da geht's so weg. So, I expect the organs to be intact. In a way, it's quite extraordinary. That even with such severe burns, skin... The organs are all present and correct. Blutsauger. A reddish pink tint indicates high carboxyhemoglobin levels, the level of which I will determine from a sample of blood. Wähle die Spritze und entnimm 2 Proben für die toxikologische Untersuchung. Nee, Spritze ist da. I will be inserting needles into the heart and femoral artery. Okay. What interests me here is not the presence of this substance itself, but rather its percentage content in the sample. But first, I'll need the values for the centrifuge. Das Notizheft, ach ja, müssen wir wieder zurück. Wieso nimmt er nicht einfach alles, was er braucht, immer direkt mit? Das verstehe ich nicht. Ugh. I feel like I've been here forever. So, aber diesen ominösen Brief haben wir immer noch nicht gefunden, den er angeblich hier hingelegt hat, ne? How to break out? Ne, das ist es nicht. Ich dachte gerade schon. Ach, Jack, focus. Just a little bit longer. Moment, die Zentrifuge. Corpses recovered from the site of fire may have very different and complex histories. Burning is only at the surface. Underneath, it may be a heart attack, stroke. Or pulmonary embolism. This particular case appears quite basic. So, wir haben Carboxyhemoglobinwert oder sowas ähnliches. Schauen wir mal. Das hier ist das, ne? 10 Minuten, 85%, 2 Milliliter. 10 Minuten... Ne, Moment, das sind die Minuten. 10 Minuten, 85%. So. However, I would warn against making a diagnosis too hastily. A fire victim does not always mean death due to smoke inhalation. The centrifuge has completed its cycle. So, as usual, I will take the samples to the laboratory. And I'll be back with the results shortly.
Ich will jetzt nichts hervorrufen, aber bis auf das eine Mal hatten wir keinen Bug mehr, dass ich da nicht rausgekommen bin. Hier war das Labor, ne? What exactly was I supposed to test for? COHB. Was hatte ich gesagt? Zwei. So, okay. Ach so, 4. Ja, klar. Ich wollte gerade sagen, wieso funktioniert das jetzt nicht? Aber klar, wir mussten das dann ja immer entsprechend erhöhen. So, einmal runter und... jetzt F. Well, confirmed. Death due to carbon monoxide poisoning. Carboxyhemoglobin levels at 84%. All right. I'll note this down and perform a check of the organs. Ja, natürlich ist der Leichnam weg. Mr. Ridley? Durchsuche den Komplex nach dem verschwundenen Leichnam. Es gibt einen Jumpscare! Es kommt wieder was Gruseliges. Läuft der jetzt hier rum? Wir gehen erstmal zu Mr. Ridley. Why did you take the body? What body? Well, the body. You know, from the autopsy room. Christ, Hammond. I didn't take any of your bodies. So who took it? I have no idea what you're talking about. But I... Get back to work. It's late. Na gut. Wir werden diesen Leichnam finden. Ob er nun hier rumläuft oder sonst irgendetwas. Something... Something strange is happening here. Es klappert hier eigentlich die ganze Zeit so komisch. What's wrong with me? Der liegt da doch gleich, oder? Ach, maybe I... Ach, I think I'm just tired. Wer hat das Fenster geöffnet? Okay, das ist jetzt nicht normal. Also das war ja vorher nicht geöffnet. Das finde ich jetzt nicht gut. Hier waren wir eben. Und? Überraschung! Er ist wieder da, genau wie ich gesagt habe. I must have been seeing things. Results. Well, then we can... From the results... Ja. Was soll ich denn jetzt nochmal machen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube mit dem Klemmbrett, oder? We can now be sure that the carboxyhemoglobin concentration was fatal. Also. I think I should inspect the heart. Noch kein Klemmbrett. The organ has a reddish pink tint, which results from the concentration of COHB and general congestion of the organ. Other than that, I can cross this off my list now. Schon wieder ein anderer Name? Ich bin jetzt irgendwie schon völlig... Das war der Typ, aber der die VHS-Kassette nicht zurückgegeben hatte, oder? Schließe Herzinfarkt als Ursache aus. Müssen wir ihn nochmal untersuchen, oder? Nee, müssen wir nur durchstreichen. Das meinen die. We will look at the lungs more carefully. From the outside, just like the heart, it is congested. And the color indicates poisoning. Thermal damage is visible here and there. Okay. Enough of the external exam. It's time to grab the knife and dissect the lungs. Aber draufdrücken können wir noch nicht, ne? I need to check for any obstruction, burns or clots. Na gut.
Jetzt habe ich wieder das Problem. Jesus. Oh, nee, bis da oben komme ich nicht. So. Na, schaffen wir es mit dem dritten? Ja. Alright. You can see changes in the lung parenchyma caused by burns and smoke inhalation. Nothing new here. Kehre zurück zur Obduktion. Obduktion, aber egal. So let's complete the notes. And let's check the trachea. Okay. Muss ich auch noch was anklicken? Nee, ne? Lege das Klemmbrett ab und fahre fort. Luftröhre? Gründlichen Luftröhre-Analyse. The color is the same as the rest of the organs. Significant congestion. Das sieht er da dran, weil die so dick ist, oder? Let's see what it looks like inside. Hab ich doch schon. Ach so, weil ich sezieren muss, oder was? Ja, ja, ja. Okay, the final cut. There are visible burns inside, but what catches the eye the most is the amount of soot. Looks like our subject was in the thick of the fire. Let's deal with the final notes, and we're ready to go. Let's deal with the final notes, and we're ready to go. I considered the direct cause of death to be severe carbon monoxide poisoning, leading to extreme hypoxia of the body. Und das wegstreichen. The extreme burns on the deceased's body and respiratory tract indicate that he must have been surrounded by fire. During the examination, no other factors were found that could have contributed to the victim's death. Environmental data does not indicate any third-party involvement. Ja, aber was heißt deuten nicht auf ein Fremdverschulden? Also, das heißt ja so viel wie, es war kein Mord. Aber wer soll ihn dann gefesselt haben? Ich meine, die haben zwar gesagt, dass das so eine sexuelle Vorliebe sein soll von ihm, aber da muss doch jemand noch dabei gewesen sein, der ihn dann auch gefesselt hat. Er fesselt sich doch nicht selber so. Oder sind das nur... Ja, nee, Moment, er war ja gefesselt, ne? Er war an den Armen, den Füßen und er hatte, glaube ich, am Hals hatte er auch noch was. Also für mich wäre das jetzt Mord gewesen, aber das dürfen wir nicht anklicken, ne? Ja, ich finde es seltsam, sagen wir es mal so. Also ich weiß nicht, ob die das jetzt als Unfall sehen. Ja, als Unfall. And sew up the body. Und ein Punkt noch. So. Okay. I'll close the body, trying not to damage what's left of the skin. As for stitching, well, it varies. It can be that the fire victims are in such so, a condition halten. That nein. There is nothing left to stitch. Nein, nein. Ich wollte ihn schließen. Ich wollte nicht rausgehen. Und danach kann ich es nähen. So. So for this job, a thicker needle and heavy-duty thread. Well, everything's holding together. Keeping it together is invaluable in this line of work. Ja, vor allen Dingen den Verstand, ne? Würde ich mal sagen. Well, after storing the body, there's nothing left for me to do. But thank you for your attention. All the best and good night. Oh, my God. What an exhausting day. I need to get these gloves off and call a taxi. I swear I'm about to pass out from exhaustion. Jetzt ist das Telefon weg. Surprise, surprise. Oh fuck. Urine sample. Oh no. Okay, quick. I think I have a container in the lab or office. Ach so, das hier. Okay, this is it. Stimmt, dieser Drogentest, ne? Bereite eine Urinprobe im Badezimmer vor. Aber ich war gerade hiervon ein bisschen abgelenkt, weil jetzt ist es ja zu. Achso, hier.
Müssen wir dabei jetzt zugucken? Nee, ne? Aber woher wissen wir dann, dass auch er da reingepinkelt hat? Sollten wir vorne abgeben, ne? Ja, solltest du. Definitiv. Das ist echt überall am Klappern hier. As expected, sleeping like a log. I'm jealous. Mit offenen Augen? Aber wir sehen ihn zum ersten Mal. Ich muss einen Screenshot davon machen. Wir haben ihn zum ersten Mal gesehen. Jetzt habe ich gar nichts gesehen. Moment. Ich soll, glaube ich, aber trotzdem zum Auto gehen, oder? Ich dachte gerade, da steht einer. Alter. Mein Auto ist... Ach nee, ich sollte ja ein Taxi rufen. Ach. Stimmt ja, aber warum ist das Auto jetzt eigentlich weg? Er hat nicht gesagt, dass er das abschleppen lässt, oder? Oh, falsche. Fuck. What's going on here? War das nicht der Tote, den wir gerade seziert haben? Ja. Nein. Mach den weg. 3649. Mach die zu. 3649. 3749. 3794. Ach, mach doch diese blöde Schublade zu, Mann. Ich will doch. Ach, dann lass die halt offen. Ist mir auch egal. So. Hurricane Taxi, we will take you wherever the wind takes you. Hello. I would like to order a taxi to 574 Presley Street. Okay, hun. All of our drivers are busy at the moment. Best I can do is within the next hour. An hour? Oh, no. All right. Let it be. Can I take your name? Jack Hanman. Okay, thank you. Do you have our loyalty card? No. Would you like to set one up? We're regular customers. We have discounts and extra... Would that make the taxi get here faster? Well... I thought so. Thank you. Goodbye. Ugh, this is already giving me a headache. Geh nach Hause. Ja, toll. Ach, Jesus, what now? Yes, how can I help you? Jack. Jack. Why did you do that? Das war meine tote Frau, ne? Why did you do that? Why did you do that? Oh my God. What was that? This was some kind of mistake. An hour here. I need a drink. Das ist keine gute Idee, Jack, auch wenn du Geburtstag hast. Oh, strong. Das ist super. Everything's spinning. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.